Guten Morgen, liebe Sorgen. Hinten seht ihr den Bücherschrank an der St. Nikolai-Kirche in Herzberg am Harz. Zu dem habe ich schon mal ein Video gemacht. Aber ich möchte jetzt noch mal betonen, dass diese Bücherschränke, die man ja auch in verschiedenen Orten hier in der Umgebung findet, ebenso wie öffentliche Bibliotheken, wahre Fundgruben sind für YouTuber im Speziellen, weil man hier Anregungen und Ideen bekommen kann. Das darf man nicht unterschätzen, weil manchmal hat man so ein bisschen keine Möge, irgendwie so eine keine Inspiration, ein kreatives Loch. Und da kann man einfach mal reingucken. Und im Zweifelsfall, wenn man echt nicht weiß, was man machen soll, retten einen diese Bücherschränke über Zeiten mit Langeweile, weil da ist ein Buch drin. Lies es. Ne? Das ist etwas, Stephen King sagt, es kann passieren, was man will. Solange man eine öffentliche Bibliothek in der Nähe hat, kann man zufrieden existieren. Also unterschätzt das ihr nicht, schaut da einfach mal rein. Spenden sind natürlich auch immer herzlich willkommen. Ihr könnt euch sicher erinnern, dass wir den Koch-Channel von Sebi vorgestellt haben. Und hier sieht man halt verschiedene Bücher, hauptsächlich Belletristik, aber auch Sachbücher. Und wenn man da eine kreative Idee braucht, das ist also speziell ein Tipp für den Channel von Sebi, ganz einfache Gerichte, Salate hier zum Beispiel, kann man da fabrizieren. Und das hat den ultimativen Vorteil, dass man ein Kochbuch hat. Das ist eine Informationsquelle, die sich von Geschichten aus dem Internet unterscheidet. Da hat man nämlich immer das Problem, dass bei der Suche ganz oben natürlich immer identische Ergebnisse stehen bei ganz vielen Leuten. Dann wird das alles irgendwie gleich, auch bei den Späßen, die da dann produziert werden. Und wenn man was Eigenes finden möchte, was nicht so verbreitet ist, dann findet man das Kleinod, den Schatz halt nochmal in einem richtigen Buch. Und man lernt vielleicht auch so ein bisschen Recherche, wenn man lernt mit öffentlichen Bibliotheken. Und was bei Bibliotheken, hinter mir sieht man die Stadtbibliothek, auch immer sehr cool ist, das habe ich eben gerade selbst erlebt. Ich habe mich festgequatscht am Bücherschrank an der St. Nikolai-Kirche, weil dann kam dann zufällig jemand vorbei. Ein Wort gibt das andere, eine halbe Stunde später. Was habe ich denn nochmal gesagt bei der Aufnahme, damit ich das jetzt gleich nicht nochmal wiederhole, wenn ich zu den anderen Orten auffahre, wo ich dann halt noch aufnehmen möchte. Aber so ist es halt. Man geht halt raus, wenn man so Outdoor-Content produziert und lernt dann halt auch Leute kennen. Das kann sehr, sehr positiv sein, wenn man halt in der Stadt ist und sich da so ein bisschen soziale Infrastruktur aufbauen möchte. Es kann positiv sein, aber je nachdem, wie das so aufgenommen wird, kann es natürlich auch nach hinten losgehen. Spielt aber keine Rolle. Hauptsache, man hat etwas, womit man sich den Tag strukturiert und sich beschäftigt. Das ist halt für einen selbst positives und vielleicht, wenn Leute Interesse haben, auch für andere. Und wen es nicht interessiert, der soll halt eben weiter scrollen. Die Stadtbücherei in Herzberg, da geht es hier durch diesen Durchgang, hat halt den Vorteil, dass da Leute sind, die arbeiten. Das heißt, sie können einen also wegen Thematiken und Büchern und Literatur beraten. Das ist super gut. Hier gibt es halt die Öffnungszeiten. Und was halt auch sehr gut ist, wenn man YouTuber ist, diese Bereiche, diese Infrastruktur kann man an sich alleine filmisch darstellen und den Leuten halt erklären, wie man die richtig benutzt. Das hat den ultimativen Vorteil, dass dann vielleicht auch noch andere auf die Idee kommen, sich diese kostengünstige Quelle zu erschließen. Denn wie wir eben gerade auch drüber gesprochen haben, es ist manchmal günstiger, halt etwas privat zu unternehmen und zu machen, anstatt halt wegzugehen, wo es laut ist, wo man sich sowieso nicht unterhalten kann. Man hat mehr davon, dann tatsächlich selbst kreativ zu sein. Zu wenig Beachtung finden auch Stadtarchive hier im Alten Rathaus in Herzberg am Harz, wenn es denn tatsächlich dann um richtige Lokalgeschichte geht und man da halt spezifische Fragen hat. Wichtig dabei, das gilt natürlich auch für Bücherschränke und für öffentliche Bibliotheken, die Stadtbibliothek, man bekommt hier nur Fragmente für seine Story. Keine richtige, komplette Story, die man halt quasi runterdreht. Man bekommt die Fragmente, die man dann halt selber zusammensetzen kann, wo man dann halt auch vielleicht Kritik erfährt oder Zuspruch. Das muss man halt ausprobieren. Das ist halt wie dritte Klasse kleines Referat machen. Also sollte man auch nicht überbewerten, wenn es halt nicht so gut funktioniert.
Und auch bei einem Stadtarchiv kann man natürlich, wenn das auf Gegenliebe stößt, eine Gebrauchsanweisung filmisch erstellen, bei der man dann halt zum Beispiel darstellen kann, wie bekomme ich einen Termin, was muss ich bei einem Termin beachten, wie ist das mit der Recherche im Archiv selber, bekommt man da eine Vorlage, gibt es Präsenzliteratur oder darf man leihen und ähnliche Geschichten. Da kann man halt häufig beim Bürgerbüro oder es gibt vielleicht zum Teil auch Durchfallnummern, schon mal Dinge erfragen. Das ist auch Content für YouTuber, der sehr interessant sein kann, weil man, wie gesagt, mit diesen Fragmenten wieder neue Stories für neuen Content findet. Das ist also ein Hinweis für alle, die dann halt so ein bisschen sowas weitertragen wollen. Oh, seht nur diese wundervolle Geschichts- und Hinweistafel. Die sind Top-Content, weil da kann man meistens um diese Orte herumwandern und Aufnahmen machen. Wenn man also nicht nur einen Cooking-Channel aufzieht, was halt so Indoor-Content ist, sondern im Sommer draußen unterwegs sein will. Und dazu gibt es dann häufig auch einen Heimat- und Geschichtsverein, der auch einen Fundus sein kann. Kommt natürlich auch immer darauf an, wie man mit den Leuten umgehen kann. Das kann sehr, sehr interessant sein. Einige Leute mögen es ja auch gerne, wenn Vereinsarbeit öffentlichkeitswirksam dokumentiert wird. Ist also auch eine Möglichkeit für den YouTuber, so Haus- und Hofberichterstatter zu sein. Aber man muss natürlich gucken, dass man halt auch noch immer das macht, wozu man halt selber richtig ganz großen Bock. Diese Quellen haben den Vorteil, dass sie im Gegensatz zu den Quellen aus dem Internet häufig lokal begrenzte User haben. Das heißt, da findet man also tatsächlich dann so die kleinen Schätze, die andere Leute halt nicht so spontan bringen können. Wenn man dann einen YouTube-Channel hat und auch nach einem Alleinstellungsmerkmal sucht, ist das halt ein Trick, den man beherzigen sollte. Und auch das, was Sebi macht mit seinem Cooking-Channel, kann halt durch lokale Raritäten besonders bereichert werden, weil man findet häufig auch in einer Stadtbibliothek dann Kochbücher, die zum Teil auch schon vor Jahrzehnten von verschiedenen Hausfrauen, wo sie ihre Rezepte zusammengetragen haben, Kuchenrezepte, die während Notzeiten entworfen wurden. Das kann man halt alles, weil es lokal entworfen worden ist, von den Menschen hier halt darstellen. Und das interessiert auch die Leute so ein Stück weit. Lässt sich relativ einfach in einem Küchenstudio halt produzieren, wenn man nicht draußen unterwegs sein möchte. Das als Anregung, wenn man einfach immer wieder neu unterwegs sein will, für ein interessantes Video-Hobby, das ich grundsätzlich für sehr positiv für eine Region halte.